Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Ethereum Server Log. Der letzte war ein halbes Jahr her und da habe ich gedacht, du bist doch kompletter Marschmensch. Muss natürlich neuen machen und wir haben wieder natürlich sau viele Sachen, die man zeigen kann. Ich fange jetzt hier einfach mal mit einer neuen Stadt an, die wir momentan am Bauen sind. Das ist so ein bisschen was für die Leute, die den Stream verfolgt haben. Die kennen das sowieso schon, aber da eben nur relativ wenige oder ein kleiner Teil der Zuschauer hier auch wirklich den Stream verfolgen auf Twitch. Dazu sage ich aber später auch nochmal was, was ich da vorhabe. Wollte ich hier einfach auch nochmal ein Video machen, um das nur ein bisschen zu zeigen. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist natürlich auf dem Ethereum-Server, ist klar, heißt Ethereum-Server-Log. Nein, ihr könnt das noch nicht anschauen für die Leute, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind und die Server-Logs noch nicht so gesehen haben. Der Server ist schon teilweise, ja, erreichbar, also man kommt schon drauf, aber ihr könnt hier in die Survival-Welt eben noch nicht. So, dazu, zu diesem Thema, so viel zu diesem Thema, so viel. Egal, ich laber schon wieder zu viel Scheiße. Ich habe gestern, also für euch vorgestern, meine letzte Klausur geschrieben. Dementsprechend bin ich etwas euphorisch und bin relativ froh, dass ich jetzt ein paar Wochen frei habe, bis wieder die Uni losgeht. Das heißt, wir werden hier heute so ein bisschen rumlaufen. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr, weil irgendwie mein PC es nicht mehr hinbekommt, da einigermaßen flüssig mit Shadern und Aufnahme das irgendwie hinzubekommen. Aber momentan geht es. Es hält sich ganz gut. Ich laber aber schon wieder viel zu viel Scheiße. Wir werden uns heute das Ganze ein bisschen anschauen und wir befinden uns hier gerade in der blauen Fraktionsstadt. Das ist jetzt noch nicht so ein toller Name, aber auf jeden Fall ist es so einfach das Projektname, nenne ich jetzt einfach mal. Wir haben zwei Fraktionsstädte, grob zum Konzept in der Fraktionswelt, in der Survival-RPG-Welt, wo es ja später dann auch Quests und Skills und Schlachtfelder und sowas geben wird. Es wird zwei Fraktionen geben, denen sich die Spieler anschließen können und im Endeffekt beefen die sich und befinden sich im Krieg. Und da gibt es ein paar Sachen, die eben dazugehören. Und dazu brauchen wir eben zwei Fraktionsstädte. Die müssen bestimmt aufgebaut sein, dazu aber später auch nochmal mehr. Wer das irgendwie genauer noch wissen will, der kann auch einfach mal im Stream vorbeischauen. Da können auch Fragen einfach beantwortet werden, beziehungsweise werden wir dann da auch so in gewisser Weise da wieder Sachen ansprechen, wenn da irgendwie was aufkommt, wenn was Neues dazukommt. Und dementsprechend will ich heute einfach hier so ein bisschen durchlaufen, euch jetzt ein bisschen zeigen, was wir momentan gemacht haben. Wir haben also das Bauteam so ein bisschen in zwei Bereiche gesplittet, in zwei Teams. Einmal eben Stadt Blau, das ist momentan hier die Stadt, und einmal Stadt Rot. Das sind beispielsweise die zwei Fraktionen, die werden gebaut. Und ich denke, wir werden jetzt einfach mal ganz kurz vorgehen und einfach mal von vorne da reinschauen. Das Umland ist noch nicht gemacht und generell, ihr seht tausend Sachen rumfliegen, wie da oben zum Beispiel eine To-Do-Liste, die wir gemacht haben, und da oben auch der Aufbau. Aber da möchte ich heute nicht so wirklich. LOL. Möchte ich heute nicht so wirklich drauf eingehen, sondern ich möchte euch einfach ein bisschen die Stadt zeigen, weil das ist eigentlich das, was für euch wirklich interessant ist, für die Leute, die was bauen wollen. Wir werden also hier so ein bisschen starten. Ja, hier vorne das Umland, da ist noch nichts. Wir starten hier, das Ganze ist so ein bisschen Wikinger-Nordisch-mäßig angehaucht. Ihr seht schon hier von außen. Wir haben hier verschiedene, naja, sagen wir mal, Bastionsmauern oder Wälle generell momentan. Das Äußerste ist ein Holzpalisadenzaun. Der muss eine bestimmte Höhe haben, damit man da später verschiedenste Sachen machen kann, denn diese Städte werden noch einnehmbar sein. Das heißt, es wird so Events geben, einmal am Wochenende, wo man praktisch dann in großen Massenkämpfen eben die Fraktion einnehmen kann, beziehungsweise diese Stadt einnehmen kann. Da haben wir praktisch die Fraktion, die verteidigt ist natürlich, und die Angreifer sind von draußen, versuchen da das Ganze zu erobern. Da gibt es sehr viele coole Sachen, die dann noch kommen werden, aber das dauert alles noch. Das heißt, heute zum groben Bauteil einfach. Wir haben hier vorne so ein bisschen schon angefangen, so einen Graben zu packen, was ja sehr gut ist mit den, ich glaube, 1.10er oder 1.9er Version ist es ja schon gewesen mit den Iron Fences, dass die eben hier so gleich nur so als Stab ist, eignet sich hier sehr gut als Spitze. Und dann haben wir eben hier diese Holzbastion, diese Palisade. Wir haben drei Tore hier drin, das hat auch einen bestimmten Grund, da man die Tore später einnehmen werden kann, beziehungsweise aufbrechen kann. Aber das werde ich euch alles an was anderes irgendwie mal erklären, wie das Ganze ist. Wir haben also das Ganze hier hinten ist noch ein bisschen Wasser. Ich würde sagen, ach, wir können eigentlich hier schon rein. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen ungeplant momentan, weil ich es echt nicht geplant habe und vor allen Dingen Ewigkeit kein Video mehr gemacht habe. Deswegen verzeiht mir an dieser Stelle, falls das hier etwas strange wirkt alles. Aber ich möchte euch heute einen kleinen Überblick geben. Wir haben das Ganze, ich fliege mal hier ganz kurz hoch, ich hoffe, es leckt nicht zu sehr. Wir haben das Ganze hier als Überblick in mehrere Bereiche aufgeteilt. Und zwar einmal natürlich das Vorland, dann haben wir hier
unten so eine Art Arbeiterschicht, wie auch immer, so eine mittlere, eher untere Schicht, aber halt schon etwas gehoben, einfach weil die Häuser schon größer sind und eben auch schon innerhalb der Stadt das Ganze ist. Da haben wir unten auch den Markt, da kommen wir aber unten zu dieser Schicht, die ist eigentlich schon relativ fertig. Da gibt es noch ein paar Sachen, die gemacht werden müssen, aber die ist schon relativ weit. Da hinten, was ihr schon seht, das obere, ist passt so die höhere Schicht, die Händler und Adel so ein bisschen angefangen schon. Und da drüber, was ihr jetzt noch nicht seht, auf dem Berg, da wird dann eine Festung oder eine Burg entstehen. Und wir haben ja außen noch den Hafen, da kommen wir aber auch alles später noch zu. So viel grob zum Aufbau. Die Kathedrale hier, die riesige Kathedrale, ich meine natürlich die Kapelle. Ich sag's jedes Mal falsch, das fiel mir auch schon so oft. Oh mein Gott, schrecklich. Diese Kapelle, die ist aus einem Video von mir, wer es noch nicht kennt, also da gibt es glaube ich auch ein Tutorial zu. Das war echt, glaube ich, ein Tutorial diesmal, kein Let's Build, sondern ein Tutorial. Ist schon ewig her, kann einfach mal gucken auf meinem Kanal, suchen Kapelle, da müsstet ihr das eigentlich finden. Die Einrichtung ist so ein bisschen nah, aber es ist ganz cool, es ist, glaube ich, 1,5 Jahre alt oder 2 Jahre und sowas, glaube ich, grob irgendwie. War, glaube ich, ein relativ frühes der neueren Tutorials. Wir werden heute einfach ein bisschen so rumlaufen hier. Was ich sehr cool finde, ist eben einfach diesen Baustil. Da haben wir so ein bisschen länger rumprobiert. Das Ganze ist eben relativ nördlich angehalten, angehaucht. Das heißt, wir haben hier entsprechend einfach auch, sieht man hier sehr gut an diesem Haus. Sieht man hier so ein bisschen dieses gewölbte Dach oder hier bei dem anderen auch. Eigentlich bei jedem Dach müsste man das sehen hier, dass eben das Dach so ein bisschen nach oben gewölbt ist. Ich habe halt jetzt den Cursor nicht wirklich drin, deswegen kann ich es euch nicht wirklich zeigen, diesen Mittelkreuz-Dingens da. Aber ihr seht schon, wir haben hier relativ viele Details wieder reingepackt, was eigentlich klar für uns ist, ist ja so ein bisschen auch das Markenzeichen. Wir haben hier beispielsweise jetzt auch, das ist glaube ich noch nicht eingerichtet, deswegen zeige ich von innen mal noch nicht, so eine kleine, wer ist denn das? Speerschleuder, wie auch immer. Ballista heißt das. Ballista, wunderbar. Eine Ballista, die hier rausschießt, haben wir eigentlich immer ein bisschen verteilt, damit eben das ein bisschen aufgebrochen ist. Aber ich brauche schon wieder viel zu lange. Und ich brauche viel zu lange, um das Ganze zu zeigen, weil es gibt so viele, was ich mir zeigen möchte. Und im Detail ist es ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, wer mal wieder Werbung machen für den Stream, wer da genaueres sehen will, der kann gerne im Stream vorbeischauen. Auf Twitch. Und das ist auch einfach mal hier eingeblendet oder generell unten noch in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal oben in der Linkleiste, wie auch immer. Da bin ich mittlerweile aktiv geworden. Hier sind ein paar Sachen. Wo wir praktisch hier sehen, das sind schöne Details hier außen, das ist einfach praktisch die Innenseite dieser Palisade, da muss man natürlich auch langkommen, damit man hier später noch hochkommt. Hier oben ist zwar schon nicht eigentlich, deswegen gehen wir noch nicht so wirklich dahin, aber wir haben hier einfach so ein bisschen, ich laufe hier durch die Gassen, werde jetzt nicht auf jedes einzelne Gebäude eingehen, aber wir haben hier immer wieder so kleinere Bereiche, wo man wieder hochkommt und ihr seht, es wirkt, finde ich schon ziemlich cool. Hier hinten ist dann auch wieder Umland, da ist auch noch nichts. Hier ist das dritte Tor, von dem ich gesprochen habe und hier oben haben wir eine Katapult, beziehungsweise ein Tribok heißt es, glaube ich, hieß es jedenfalls. So habe ich mal ein Video gemacht, das ist nicht der, sondern das ist, glaube ich, ein anderer. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Vor allem mit dem Stein, finde ich, sieht sehr realistisch aus. Auch, dass es hier unten so ein bisschen festgehalten ist, der Stein da unten festgemacht ist. Also ist schon relativ cool geworden. Ich finde es auch sehr schön, dass das hier alles so verbunden ist. Und so ein bisschen das Terraforming ist halt echt sau super. Ich meine, das ist auch das Wichtigste, wenn man was baut, das Terraforming muss stimmen. Damit es hier einfach so ein bisschen, finde ich, wirklich gleich besser, wenn es nicht ganz so plain ist, sondern hier immer schön hochgeht. Die ganze Stadt ist ja so aufgebaut, dass es weiter hochgeht. Und wir haben hier entsprechend dann eben auch noch so ein paar Höhen und Tiefen hier rein, wo es hier zum Beispiel an so ein Tunnel durchgeht und sowas. Das ist alles sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter zeigen soll. Oh mein Gott, ich finde es alles ziemlich cool. Hier außen ist so ein bisschen, Zelte und ein bisschen Trainingslager, wo hier so Puppen rumstehen, die kann man wieder hochgehen. Das ist praktisch der Bereich vor der Garnison, so ein bisschen. Also, das ist ja eigentlich keine Garnison, sondern es ist so ein kleines Wachhaus hier. Das ist, glaube ich, jetzt ja momentan nur hier unten eingerichtet, oben noch nicht, deswegen gehe ich ja nicht weiter hoch. Aber das ist praktisch auch noch so ein kleines Häuschen. Hier hinten, was praktisch hier direkt, das kann ich mal kurz zeigen hier, ups, hier fliegt jetzt ein komisches Zeug rum, was hier halt direkt mit so einem Turm auch gleich hier entsprechend in die Mauer integriert ist. Hier seht ihr, geht es noch weiter hoch, da kommen wir später zu, da muss noch ein bisschen weitergebaut werden. Hier haben wir uns zum Beispiel einfach wieder, wie wir eigentlich von allem irgendwie Sachen haben, die hier entsprechend Schießstände haben wir zum Beispiel, oder Nahkampf, so Trainingspuppen und sowas. Das sind einfach so Sachen, die wir eigentlich immer vorbauen und dann überall reinpacken können. Seht dann hier unten zum Beispiel, haben wir wieder so ein kleines Trainingslager. Da seht ihr jetzt zum Beispiel an die ganzen Puppen, die da oben standen.
Generell, die Bäume sind nicht alle selbst gebaut. Und die, na, ich meine, alles hier ist selbst gebaut. Von dem her ist es dann dementsprechend eigentlich nicht so wirklich verwunderlich, dass auch dieser Baum neu gebaut ist, selbst gebaut ist. Das Gebäude hier habe ich zum Beispiel im Stream gebaut. Das ist so eine Art, soll eigentlich der Bogenmacher werden, glaube ich. Wir haben hier oben auch immer die Markierungen wieder. Bogenmacher, diese roten Vierecke, die sagen einfach, dass es ein spezielles Gebäude ist. Das werde ich aber jetzt nicht genauer erklären, was das hier alles ist. Da haben halt bestimmte Funktionen, diese Gebäude. Grünes Kreuz heißt generell, weil ein paar Leute sich immer fragen, ist das schon eingerichtet? Das heißt, wir könnten da jetzt einfach mal reingehen. Keine Ahnung, ob das stimmt, ob es eingerichtet ist, hier aussieht oder nicht so. Aber wir könnten hier einfach mal schauen, ja. Ist eingerichtet, so grob jedenfalls. Ja, kann man auf jeden Fall als halb eingerichtet so durchgehen lassen oder generell einfach als eingerichtet. Wir haben hier schon relativ viel eingerichtet. Hier haben wir so relativ viel auch. Kann man mal reinschauen hier. Sieht man auch wieder ein bisschen was. Das sieht zum Beispiel ganz cool aus. Was ist denn da drin zum Beispiel? Schauen wir einfach mal ganz kurz rein von der Einrichtung her. Ist, glaube ich, so ein bisschen tavernenartig. Sieht auf jeden Fall so aus. Oder vielleicht so ein, vielleicht für die Wachen oder irgendwie was, dass man da irgendwie sich... Oder? Was ist denn... Also meint ihr immer Stoff und sowas? Sieht irgendwie alles ziemlich cool aus. Gefällt mir. Also, bei ein paar Sachen weiß ich ja nicht genau, was es ist, aber es sieht von der Einrichtung auf jeden Fall cool aus. Und da haben wir wieder natürlich ein paar neue Leute. Es sind relativ viele neue Leute natürlich auch im Team gekommen, ins Team gekommen. Und die gehen da richtig schön ab von der Einrichtung her. Das ist schon sehr schön. Natürlich auch bei anderen Sachen. Klar, natürlich. Dürfen wir keinen Bereich hier vernachlässigen, natürlich. Da wird es ja wahrscheinlich auch bald noch ein anderes Video geben, wo wir wieder ein paar Leute suchen. Das wird aber ein extra kurzes Video, damit ihr einfach da die komprimierte Fassung des Ganzen habt. Ich denke, wir gehen jetzt hier, wo gehen wir jetzt lang? Ich denke, wir gehen hier mal hier oben lang. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Das heißt, wenn ihr von hier bis hierhin noch geschaut habt, dann könnt ihr mal irgendwas in die Kommentare schreiben, so, keine Ahnung, Kartoffelbrei oder sowas. Wäre irgendwie ganz cool. Damit man einfach mal so ein bisschen so einen Überblick hat, wer bis wohin geschaut hat. Wir können mal oben von hier kurz schauen. Vielleicht wäre es sogar cooler, wenn man so ein bisschen von dem Katapult ausschaut. Da können wir nämlich hier weiter hochgehen. Und dann, könnt ihr hier oben, habt ihr noch einen schönen Ausblick auf jeden Fall. Moment. Ihr seht, ich kenne mich hier zwar eigentlich schon aus, aber es ist schon wieder so schön verwinkelt gebaut, dass das Ganze hier ein bisschen verwirrend ist. Das heißt, wir können hier natürlich hoch und können hier überall durchschauen. Finde ich halt sehr cool. Auch man kann hier dann das Vorland überblicken, wenn da was Schönes dann letztendlich steht. Und da können wir natürlich immer wieder weiterschauen. Hier jetzt wieder so ein Feuerkorb beispielsweise. Oder hier geht es auch wieder runter, weiter, weiter, weiter. Also da gibt es sau viele Sachen zu entdecken. Und da wird man eben auch PvP spielen können. Nicht immer, aber man wird hier auf jeden Fall auch PvP spielen können mit den Massencampen. Hier sind wir zum Beispiel hochgekommen. Und deswegen haben wir hier eben dann so verschiedenste Level und Ebenen. Hier geht es zum Beispiel auch nochmal hoch. Das sieht auch sehr cool aus hier mit dem Feuerkorb, finde ich. Wenn es dann so hängt. Wir haben natürlich auch ein paar Texturen neu gemacht. Zum Beispiel diese Iron... Das sind Iron Trapdoors eigentlich, also Eisenfalltüren. Wurden alles umtexturiert so ein bisschen. Ist immer nach und nach dran, da was zu machen, aber das wird es wahrscheinlich im nächsten Video, wo ich Leute suche, dann auch, wie die Leute suchen, dann dementsprechend auch nochmal thematisiert. Wir haben hier zum Beispiel dieses Gasthaus, das wurde auch im Stream gebaut. Jedenfalls größtenteils im Stream. Hier vorne haben wir zum Beispiel ein paar Bierbänke, generell den Markt, den habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen. Wir haben Brunnen hier in der Mitte und die verschiedensten Stände hier. Die sind auch teilweise im Stream entstanden. Und wir haben dann hier oben zum Beispiel, was ich auch sehr cool finde, ist beispielsweise diese Version des Spießbratens. Oder des aufgespießten Schweins. Wie gut für die ganzen Vegetarier und Veganer. Das ist jetzt nicht so cool, aber ich finde den Aufbau ziemlich cool. Denn wir haben hier diese Endrods da drin. Und praktisch den Pistenköpfe oder wie auch immer, dieses obere Teil von den Pisten, die da ausgefahren werden. Und das hier ist einfach mit per Command Block das Schwein da drauf gepackt. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und hier ist die Einrichtung auch wieder. Ihr seht, da geht es noch weiter hoch. Aber da möchte ich jetzt hier auch nicht zu viel zeigen, denn das sollt ihr natürlich im Endeffekt auch alles erkunden können. Deswegen gehe ich da auch ein bisschen schnell durch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das für den obere Teil sowieso nicht mehr reicht. Das heißt, wir werden diesen Serverlog auf den unteren Bereich beschränken, vor allen Dingen, weil es oben halt auch noch nicht so viel zu sehen gibt. Da ist einfach nur geplant, so ein bisschen grob. Das habe ich euch ja bei schon erklärt, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, wir haben hier wieder so die Kapelle, wo wir da langkommen. Ah, ich habe zum Beispiel vergessen, sonst bringt mich Louis wieder um. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben hier so eine kleine Guillotine. Was ich auch sehr cool finde, wir haben mal überlegt, ja, hier soll natürlich auch so ein bisschen so hinrichtungsplatzmäßig sein, ein bisschen Platz hier vorne. War gedacht, naja, vielleicht ein Galgen, aber Galgen ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und vielleicht kommt es auch noch vor die Stadt oder irgendwie oder an welche Türme oder sowas ran, das wäre irgendwie ganz cool. Aber, das war irgendwie, finde ich, ein bisschen
Finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es ein bisschen was anderes ist. Wäre natürlich cool, wenn es hier in diesem Fall dann das Iron Fence wieder so quer sein würde, aber ist egal, es passt trotzdem sehr gut. Wir haben hier zum Beispiel einfach ein Diamant-Erz rumliegen, ist natürlich auch ganz fresh. Hier haben wir zum Beispiel sehr schön, was mir auch sehr gut gefällt, einen abgebrochenen Ast. Der ist eigentlich jetzt, muss man nicht unbedingt zeigen, aber ich fand einfach die Idee ziemlich cool, weil ich das noch nicht so oft gesehen habe. Oder ich glaube jedenfalls, es ist ein abgebrochener Ast, das sieht nämlich so aus. Gefällt mir sehr gut, dass hier einfach so Zeugs eben immer abgebrochen ist. Und das ist wieder was das Ganze lebendiger macht und ein bisschen einzigartiger in gewisser Weise auch. Die Kapelle hier hoch, das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Das habt ihr eh schon, wenn ihr das Video gesehen habt, mit dem Kapelle der Jorel eh schon gesehen. Hier unten so eine kleine Statue beispielsweise. Wir haben hier noch ein bisschen weiter. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist wieder hier der Garten und das Gartenprofi hier. Bostras hat da natürlich wieder, und generell auch die Bäume und generell alles, was so ein bisschen... Terraforming natürlich auch und alles, was so Gärten, Bäume angeht, ist auf jeden Fall richtig cool. Das sieht immer sau cool aus. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Hier unten geht es immer weiter lang. Hier gibt es, glaube ich, nie so viel zu zeigen. Irgendwie doch hier so ein bisschen. Wir kommen gleich nämlich zum Hafen. Und ich möchte aber an dieser Stelle nochmal hier diesen Weg lang gehen, weil der gefällt mir auch sehr gut. Und zwar haben wir hier zum Beispiel den Gerber. Was mir hier sehr gut gefällt, ist die Idee, hier verschiedene Flecken ranzupacken. An die, praktisch an die wie heißen die Banner. Sieht, finde ich, ziemlich gut so als Leder, also als Häute aus. Ist jetzt mit dem Shader ein bisschen blöd, weil man hier durchgucken kann. Aber es liegt am Shader. Normalerweise ist es natürlich nicht so. Und hier seht ihr es zum Beispiel. Ich finde die Idee sehr gut, dass man da entsprechend einfach so ein paar Flecken draufpackt, weil es dann doch irgendwie ein bisschen realistischer wirkt. Wir haben hier so einen kleinen Wassertümpelbach hier durch mit wieder verschiedensten, so Wehren oder so Verstelldingern da, wie auch immer man hier es offiziell nennt. Für einen Gerber natürlich auch wichtig, dass er Wasser hat. Und diesen Bereich finde ich sehr cool mit dieser kleinen Brücke da drüber, wo man auch langlaufen kann. Hier unten, es fehlen noch ein paar Details, hier unten vor allem in diesem Bereich. Aber wir gehen nochmal ganz kurz zum Abschluss, weil das Video schon wieder ewig lang ist, bestimmt schon eine Viertelstunde gefühlt. Gehen wir nochmal hier zum Hafen. Wir sehen nämlich hier sind noch ein paar Sachen. Praktisch da hinten ist die nächste Ebene praktisch auch schon, aber da seht ihr, ist nicht so viel. Noch nicht ganz zum Hafen, wir gehen erstmal nochmal zur Schmiede, die möchte ich euch auch nochmal zeigen. Hier haben wir eine Schmiede, einfach ganz kurz von außen haben wir hier zum Beispiel diesen Bereich mit dem Ofen und generell hier dann eben noch so ein bisschen die Schmiede, die dazu gehört. Da fehlen auch noch ein paar Details wieder. Wir kommen hier in den Bereich, wo noch nicht so viel gemacht ist und hier genau auch die Einrichtung und sowas. Aber ihr seht, wenn man hier zum Beispiel jetzt langläuft, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist der Hafen. Denn wir haben hier natürlich ein Schiff von unserem Meister, Schiffbauer Marco, der gefühlt bei uns alle Schiffe gebaut hat, weil die ja auch saugut aussehen. Es war auch beim letzten oder vorletzten oder übernächsten Serverlog, wo wir das Fischerdorf, das Piratendorf angeschaut haben, da waren auch die ganzen Schiffe waren von ihm. Das heißt, das verlinke ich euch vielleicht auch nochmal hier an dieser Stelle. Könnt ihr da gerne vorbeischauen, wenn da noch mehr ist. Es war so ein Schifferdorf und Fischerdorf. Das sah ziemlich cool aus alles. Und ja, wir haben praktisch hier den Steg. Und das ist so ein bisschen der Hafen. Der ist nicht sonderlich groß. Das ist ein dieser Teil. Aber es gibt ein paar Sachen, die werde ich gleich mal von innen kurz reinfliegen. Das Ganze hier ist praktisch so ein bisschen das Seetor. Hier fängt das Meer an. Das Ganze ist noch irgendwie so ein kleiner Fjord, was auch immer. So eine kleine Einbuchtung praktisch. Und wir haben dann praktisch hier unseren Steg, wo das Ganze drankommt. Und hier ist beispielsweise daneben unser Strand mit angespültem Treibgut. Hier das Schiff, da kommen wir gleich nochmal zu. Hier zum Beispiel auch sehr schön so ein kleines Fischerschiff, wie auch immer, so ein Ruderboot, was da noch ran ist. Ein paar unten ein bisschen was angeschwemmt. Hier ein weiterer Steg, wo man auch, sorry, von oben dran kommt. Hier ist wie gesagt dieser kleine Bach, der da rauskommt. Und da haben wir dann eigentlich auch schon wieder den Bereich, wo wir hier vorne angefangen haben. Hier unten zum Beispiel auch sehr schön wieder mit so einem Wagenkarren und so ein Zeugs. Also das ist alles ziemlich cool. Wir haben hier nochmal ganz kurz Nahansicht von diesem Schiff. Das ist jetzt vom Rotate ein bisschen gefailt, aber die ganzen Hebel, die ignoriert ihr jetzt mal. Was hier halt extrem cool ist, ist, dass es irgendwie, finde ich, so richtig realistisch aussieht, die Proportionen richtig gut stimmen und das für die Größe hier eigentlich auch wirklich perfekt in diesen Hafen reinpasst. Auch von hinten sieht das irgendwie ziemlich cool aus. Da hinten seht ihr noch ein anderes Schiff, das werden wir auch gleich nochmal anschauen. Hier diesen Bereich ist wieder natürlich Brothers Arbeit mit entsprechend der kompletten Terraform Meisterleistung. Und wir kommen hier in den Bereich des Seetors praktisch. Was ich, finde ich, ziemlich imposant wirkt. Ziemlich episch.
Wenn man hier zum Beispiel auch mit diesem Wasserrad noch da oben fliegt, nur anderes Zeugs rum. Wenn man hier praktisch so vom Meer aus kommt und hier sehen wir zum Beispiel noch ein anderes Schiff auch wieder. Das ist so ein bisschen mehr Wikinger-like angehaucht. Und wir haben verschiedensten Ruderbänken, da können wir auch noch ein paar Details drauf packen, ein paar Kisten und sowas. Aber sonst sieht es sehr, sehr cool aus, finde ich. Das ist auch wieder sehr realistisch gehalten mit dem Segel und alles. Finde ich passt von Proportionen halt auch perfekt. Und hier haben wir eben dann hier so das große Seetor, wenn ich immer kurz ohne irgendwie große Kamerafahrt hier ranfliegen kann. Seht ihr hier schon, das ist dieses Ding, was da oben rumfliegt. Das geht hier praktisch runter und kann im Fall des Angriffs praktisch hier mit diesen riesigen Rädern, Zahnrädern hier unten runtergelassen werden, um das Ganze eben abzuschließen. Wir haben hier, was sich auch noch sehr gut hier fällt, das Wasser ein bisschen irgendwie, egal, haben wir hier beispielsweise noch ein Wasserrad, was hier auch noch rauskommt. Das seht ihr von innen auch gleich nochmal mit dem Aquädukt. Und hier werde ich nochmal ganz kurz reinfliegen, denn das ist ein weiteres Viertel, sage ich jetzt mal, eine Art Slum-Viertel. Und das gefällt mir sehr gut, wirklich. Das ist extrem verwinkelt, das ist praktisch ein Armenviertel, was hier an, armen Fischerviertel, was hier entsprechend an den, an diesem inneren Hafenbereich so ein bisschen hat angebracht wurde. Hier drüben wird noch gebaut, aber das sieht auch schon ziemlich cool aus. Dieser Bereich hier, der ist schon relativ fertig, diese Seite. Und ich finde es halt so cool, weil wir hier tausende Wege haben. Hier sind die ganzen Wohnungen, die sind in den Stein reingebaut. Ich möchte jetzt einfach mal hier kurz reingehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das hier eigentlich eingerichtet ist. Aber ihr seht, genau hier ist einfach nur so was ganz komplett Banales. Hier hinten zum Beispiel so ein bisschen Stroh zum Liegen, einen kleinen Tisch, ansonsten eine Kerze. Das war es dann auch schon. Das gefällt mir einfach sehr gut, wenn man hier so lang läuft. Ihr seht es ja sonst eigentlich nur, wenn ich hier da lang fliege. Aber ist sau verwinkelt und man kommt dann wieder hier runter und da ist vielleicht auch wieder was eingerichtet. Ja, sieht auch wieder ziemlich cool aus. Hier diesmal ein relativ großer Bereich sogar. Hier sind auch zwei Fenster drin. zwei Türen drin. Gefällt mir alles sehr gut und das finde ich hier ziemlich cool aus, weil wir halt hier unten dann auch immer Stege haben und da kommen immer Patschier, denn die Fischer, die ein bisschen Eiermaß sind, die kommen hier so rein. Hier hinten haben wir dann noch so eine Unterwasserhöhle, da wird später noch eine kleine Werft reinkommen und eben auch nochmal ein bisschen größerer Hafen und alles hier noch vollgebaut. Aber ihr seht, wie das Ganze so ein bisschen sein soll und ich finde, das sieht einfach ziemlich cool aus. Sieht extrem, extrem nice aus. Hier oben haben wir dann so ein bisschen Aquädukt, was da noch hochgeht, aber hier oben der andere Bereich, der ist jetzt noch nicht weiter gebaut, deswegen möchte ich den auch nicht weiter zeigen. Ich denke, das Video war jetzt wieder extrem lang, aber dafür, dass so lange nichts kam, habt ihr euch vielleicht gefreut, da ein paar Einblicke zu bekommen. Wie gesagt, nochmal um das Ganze zu erwähnen, wenn es entsprechend Leute gibt, die da mehr im Detaillierteren was sehen wollen, was mehr zum Konzept hören wollen oder generell Fragen haben, die sie beantwortet haben wollen, dann könnt ihr gerne im Stream vorbeischauen auf Twitch. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht parallel mal auf YouTube switche, das weiß ich aber, twitche. Dass ich auf YouTube twitche, natürlich, dass ich auf YouTube live streame. Dass wir beides haben, weil ich glaube, auf YouTube noch mal ein paar mehr Leute erreicht werden als auf Twitch. Aber es wäre natürlich cool, wenn ihr da einfach Interesse habt, dass ihr da mal vorbeischaut. Ich bin jetzt die nächste Zeit, also von Donnerstag praktisch bis Dienstag, oder bis, sagen wir mal, Montag bis Dienstag so etwa, nicht zu Hause. Weil ich nochmal mit meinem Dad so ein bisschen im Urlaub bin, beziehungsweise ein paar Sachen mache. Und dementsprechend werde ich schauen, dass ich vielleicht heute noch ein bisschen was aufnehme, also heute ist Mittwoch, ein bisschen was aufnehme und da vielleicht in der Zeit noch ein bisschen was mache. Ich glaube, in der Zeit kommt auch noch eine Cinematic, das ist auch ganz cool geworden. Die ist nicht von mir, aber die ist von einem meiner Teammember, der sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Und entsprechend kann man das ja schon mal ein bisschen anteasern. Das wird ja wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch kommen. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall ein paar Videos haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang, aber es kam mir länger jetzt nichts und ich denke, das ist eigentlich ganz cool für die Leute, die da wirklich Interesse dran haben, die können sich das auch gerne mal ganz geben, wenn ihr das jetzt hier mal so seht, dann könnt ihr zusätzlich zu dem Kartoffelbrei auch noch Kartoffelsalat reinschreiben. Nee, Kartoffelsalat ist blöd. Nudelsalat. Wir schreiben Nudelsalat alle in die Kommentare, wer bis hierhin dran geblieben ist. Und ja, dann bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren guten Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und tschüss.